Okay, Leute, das Spiel ist gerade abgestürzt, wie man schlecht überhören könnte, konnte. Ja, gucken, ob es jetzt geht. Übrigens, das mit der Harlekin, die ich mir kaufen konnte, das war gar nicht der Harlekin, sondern die Harlekin. Das ist die weibliche Version davon. Habe ich jetzt einfach mal geholt. Sollten wir nicht lieber reiten? Roma ist sehr groß. Als Cesares Feldzüge in der Romagna erfolgreich waren und die Borgia an Einfluss gewannen, haben sie erhebliche Teile der Stadt Rom in Besitz genommen. Diese Stelle können wir nicht benutzen. Oh, der Wille der Borgia ist Gesetz. Was wollt ihr andeuten, Ezio? Stellt euch doch nicht dumm, Machiavelli. Habt ihr irgendeinen Plan? Ich improvisiere. Okay, wer ist das? Den Borgia-Hauptmann töten, okay. Dann laufen wir lieber erstmal drum rum. Die Klinge ist ausgerüstet. Jetzt gehen wir mal schnell hier durch. Denn es ist Sperrgebiet, hier dürfen wir eigentlich gar nicht sein. Der müsste da unten irgendwo sein. Und mal aufs Haus. Halt! Wo ist der lang? Gut. Warte mal, die Büchsen, die sie bei haben, das sah aus wie eine... Das ist eine Armbrust, WTF. Da, sie hat eine Armbrust. Geh weiter. Ich muss gucken, wo hier Wachen sind. Ich möchte mich ja jetzt nicht doof da reinbegeben. Hat das Ding den Hintereingang oder sowas? Hm. Sieht nach Wachen aus. Anhalten! Der Große da! Huch. Okay, jetzt... Wir stürmen am besten einfach gleich nach unten, sobald die Wachen an der Seite sind. Das war der Falsche. Ach stimmt, den muss ich ja da reinwerfen. Warte. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Oh shit, ich bin ja fast tot. So, dann mache ich jetzt erstmal die Kleinen weg. Boah, es geht so schnell. Geschafft. Und den wollen wir jetzt natürlich auch. Warte, erst schniefen. Medizin finden wir eh wieder. Ist ja richtig gut. So, Medizin zweimal direkt. Und wir sind wieder voll. 900 Florin hatte der bei. Boah, es lohnt sich jetzt mal richtig, die Ziele auszunehmen. Das ist richtig gut. Alter, übertreib mal. Und hier ist ja noch der eine, den ich aus Versehen getötet habe. Shit happens. Geschafft. Nur weil ihr ein paar Wachen tötet, gewähren euch die Leute nicht automatisch Zugang zum Stall. Sondern? Ihr habt recht. Wir müssen ein Zeichen setzen. Wartet hier. Ach ja, daran kann ich mich natürlich auch noch erinnern. Achtung, nochmal. Verpiss dich. Nein, nein, nein. Nicht ins Sperrgebiet. Gott. Viel zu viele. Dreh dich weg jetzt. Ich warte, dass die Wache sich da rechts wegbewegt. Wie alles voll ist. Bleibt die jetzt so, oder was? Ich bin noch gar nicht mehr im Sperrgebiet, WTF. Denk mich doch mal. Nein, macht's nicht. Okay, wollen wir doch mal jetzt reinrennen? So, den Borgia-Turm ins Band stecken. Irgendwas für perfekte Synchronisation? Volle Synchronisation? Watch. Ja, okay. Wir haben den Typen ja schon ins Gerüst geworfen. So, und die Schwierigkeit ist es einfach nur noch, auf den Turm zu gelangen. Wenn es schwer wäre.
Oh, Nisa. So. Ich mache lieber einen Cut, bevor ich euch voll ins Ohr niese. Anzünden. Burn, baby, burn. Oh Gott. Ich musste gerade meine... Haare wieder richten. Anscheinend steht dieser Stall inzwischen zum Verkauf. Nach euch. So. Ich musste gerade meine Haare richten, hab den Controller auf den Schoß gelegt, auf einmal fängt er an zu vibrieren. Ne? Boah, bin ich zusammengezuckt. Machia will jetzt zum Stall führen. Hier ist dein Stall. Komm, setz dich rein. Und den Stall renovieren. Natürlich. Pferdestelle. Die Stelle für 0 Florin renovieren. Die Bürger Roms benutzen renovierte Ställe, um dort ihre Pferde unterzustellen. Deshalb stehen dort jederzeit Pferde zur Verfügung. Ja, ist toll, ne? Dann freuen sich die Römer bestimmt, dass ich deren Pferde klaue. Und schon sieht der Stall wieder schön aus. Und das für 0 Florin. Scheißen teuer, so ein Ding, ne? Wir gewonnen, so zerronnen. Machiavelli zum Campidoglio begleiten. Volle Synchronisation, keine Gesundheit verlieren. Jo, dann Messer ist ja eh schon ausgerüstet. Oh, ich müsste ein Pferd nehmen. Mal mit dem Scheiß aufsitzen, ne? Normalerweise muss man da nämlich nur mit gegenrennen, das ist voll mies. So, lauf, Kollege. Alle aus dem Weg, ich muss hupen. Waffe ziehen. Vielleicht renne ich hier so mit Messer rum. Hey, pieks, pieks. Nein. Natürlich zieht er dann sein Schwert. Hat er überhaupt noch Altairs Schwert? Nee, habe ich glaube ich letztens schon mal nachgeguckt. Übrigens, ich habe mir jetzt diese Helikin einfach mal geholt. Mal sehen. Ich weiß nicht, ob es Multi- oder Singleplayer ist, sehen wir dann ja. Vielleicht gibt es mal Multiplayer-Videos, mal sehen. Und es gibt wieder Glyphen. Eine ganze Reihe von Koordinaten, die Sean Subjekt 16 abgenommen hat, finden sie an diesem Ort. Finden sich an diesem Ort. Vielleicht solltest du das mal überprüfen. Vielleicht. Irgendwann, wenn ich Zeit habe. Ihr versteht es, Wunden zu schlagen, Ezio. Aber könnt ihr sie auch schließen? Ich will die Krankheit besiegen, nicht Symptome kurieren. Das Adlauge benutzen, um nach Hinterlassenschaften von Subjekt 16 zu suchen. Gut, dann lasst uns offen reden. Rodrigo Borgias Tod hätte nichts geändert. Das wage ich zu bezweifeln. Seht euch Rom an. Das Machtzentrum der Borgia und der Templer. Einen Mann zu töten ändert nichts. Pass auf, dass wir vorne tritt gleich einfach nach hinten. Macht nehmen. Schlagt ihr vor, an das Volk zu appellieren? Vielleicht. Auf das Volk vertrauen heißt auf Sand zu gehen. Gott, du kannst ja echt gut reiten. Der Glaube an die Menschlichkeit sitzt tief im Herz der Assassinenbruderschaft. Nicht schon mehr so einer. Und der muss eurem innersten Kreis angehören. Los, holt zurück, was er euch stahl. Ich glaube, ich pack mir gleich einfach mal ein Schwert und töte den. Dort treffe ich einen Verbindungsmann. Alter. Gebt mir mein Geld zurück! Kollege! Ich krieg dich eh. Zack! Haben wir dich. Bevor ich es bereue, dein Leben verschont zu haben. Mal leck mich doch. Keine Gesundheit verlieren. Ja, wo sollte ich denn hier auch Gesundheit verlieren? Mal ehrlich. Ja, ich würde sagen, weiter Story oder Aussichtspunkte? Hm. Jetzt kennen wir schon mal die Borgia-Türme und die Ökonomie. Hm. Scheiße, sind das viele Aussichtstürme. Da haben wir ein bisschen was zu knabbern, ne? Na, also ich würde sagen, ich mache mich auf an die Aussichtstürme. Huch. Und mal nach oben. Ja. Messer wieder nehmen. Oh, dann hat er auch noch Wurfmesser. So, runter da. 408 Meter, na super. Egal, Ezio ist ja einigermaßen schnell. Genau, jetzt kann ich nach der Helikin gucken. Inventar, Monturen, schlichter Umhang oder Drachenrüstung. Nehmen wir die einfach mal, weil ist, glaube ich, besser als der weiße Umhang. Ja. Einigermaßen. Gibt uns das neue Erfahrung, wollte ich schon sagen. Leben? Nein. Warte, da war gerade ein Borgia-Turm. Habe ich den jetzt nicht, oder was?
Gegenstände. Ah ja, hier Gladakring einmal und Glas mit Blutegeln auch einmal. Map gucken. Ja, okay, wir müssen immer noch so weit rennen. Beats. In die Richtung. So, sollte aber auch recht schnell gehen, aber ja, ihr könnt mir ja trotzdem gerne in die Kommentare schreiben, wollt ihr gerne die Drachenrüstung oder den schlichten Umhang? Also ich denke mal, ich werde eh bald wieder auf den Umhang wechseln, denn Rüstung bekommen wir immer nach und nach dazu. Aber sonst so das Weiße, ich weiß nicht. Nee. Mag ich nicht so. Obwohl es ist... Es gehört ja auch irgendwie zu Assassin's Creed. Ach, warum laufe ich eigentlich? Stimmt. Komm. Wisst ihr was, denn nehme ich wieder das Weiße und... Ja. Schnapp mir dann einfach ein Pferd und renn durch. Stimmt wieder noch 400 Meter, ne? Setz mich auch immer wieder zurückwetten. Ja, okay, doch nicht. Gut, gut. Pferdchen. Links ist ein Borgia-Turm. Und um die müssen wir dann uns auch bald kümmern. Ich muss aber aufpassen, dass ich keine Wachen ramme, ansonsten sind die pissig. Wäre ich aber glaube ich auch, wenn ich mit dem Pferd rumgerannt werden würde. Und da sind wir auch schon. Das geht doch sau schnell mit dem Pferd. So, jetzt gehen wir hier die Leiter hoch. Hä, warum haben wir nicht den weißen Umhang an? Ach komm. Ey, du... Idiot. So, ein von 100 ein Borgia-Banane entfernt. Ja, das wird lustig, das alles zu finden. Ich muss mal googeln, ob es dann auch noch Rewards oder so dafür gibt. Also, irgendwelche Belohnungen meine ich. Rewards gibt es ja nicht wirklich. Oh Gott. Ja, das wird lustig, das vorzulesen. Santa Maria dei Miracolio. Und Santa Maria di Montesant. Achso, das sind zwei direkt. Hey Desmond. Ich weiß nicht, ob du nach Spuren von 16 suchst, aber das letzte Mal hat das Adlerauge immer dabei geholfen. Ich will aber gar nicht. Na mal. Ah. Gott. Ah, ist das scheiße. Egal, den Aussichtspunkt will ich hier noch drin haben. Tot. Unspektakulär, aber effektiv. Wie ich es hasse. Dann muss ich gleich mal gucken, dass ich den schlichten Umhang anziehe. So, wie kommt man... Will ich mich verarschen? Ich kann doch gar nicht so einen weiten Sprung, wie es aussieht. Nö. Richtig nervig. So, jetzt gehe ich hier rum und jetzt mal rüber. Alter. Ist ja echt zu doof ist dafür, ne? Egal, wollen wir den schlechten Umhang anziehen und dann gibt's einen Cut. Ah, wir müssen das Ding entfernen. Ah, jetzt verstehe ich's. Egal, jetzt haben wir einen schlichten Umhang an. Ansonsten wäre er, glaube ich, grau. Muss ich echt nochmal gucken, wie der ohne den schlichten Umhang aussieht. Ja, dann zieh den mal aus. Hm, naja. Das ist wohl einfach nur ein Umhang, wie es aussieht. Das heißt, nein, nicht Inventarkarte. Ich weiß nicht, warum ich da nicht hin kann. Naja, ich würde sagen, ich mache einen Cut, renn bis... hierhin. Und dann sehen wir uns da im nächsten Part. Wir sehen uns dann. Ciao.